Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu TCG Professor. Mein Name ist Lev. Und mein Name ist David. Und wir haben heute einige Neuigkeiten für euch. Beginnen wir auch gleich, und zwar die Release-Dates für Japan sind schon seit längerem veröffentlicht worden. Am 8. Juli kommen die Decks schon mal raus. Das ist ja schon in ein paar Tagen, fast nur noch eine Woche. Ein bisschen länger als eine Woche und dann ist das Spiel schon mal offiziell draußen. Am 22. Juli kommen dann die Booster dort. Der globale Release wird irgendwann im Dezember stattfinden und der Super Pre-Release wird dann am 30. September stattfinden bei allen lokalen Kartenspielläden, die sich dafür angemeldet haben. Auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier haben, und zwar es wurden einige Binder angekündigt, die man sich bereits vorbestellen kann. Übermorgen nach deutscher Zeit, morgen nach amerikanischer. Und für die ersten 2500 Vorbestellungen gibt es zwei Demo-Decks. Bestellbar ist das ab dem 1. Juli, ab 3 Uhr morgens nach deutscher Zeit. Und hier kann man die drei Versionen sehen, die es gibt. Und zwar die Manga-Version, die Anime-Version und außerdem die Original-Illustration-Version. Auf jeden Fall sehen sie ziemlich cool aus, aber selbst wenn ihr es jetzt vorbestellt, kriegt ihr die Ordner erst im Dezember. Das müsst ihr bedenken, dennoch lohnt es sich vielleicht für die Demo-Decks. Dann zu den Preisen von den Bindern. Sie werden 28 US-Dollar kosten und in jedem wird aber auch ein Roman Stone Booster Pack drin sein. Dann kommen wir auch schon zur Teaching App, die ist nämlich gestern im deutschen App und Play Store gelauncht worden. Dort wird einem von einem Bot beigebracht, wie man das Spiel spielt, und man kann sich da so reintasten mit den vorgebauten Decks von Kaido und Ruffy, also den Starter-Decks. Ja, das wär's dann auch. Alle anderen Infos, die bereits schon draußen sind, würden wir dann detailliert im anderen Video nochmal erwähnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Infos noch habt für uns, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich gerne liken. Und bis dann. Tschüss.